eben für Sie schön, dass Sie da sind mit anderen Klängen, als wir es sonst vielleicht gewohnt sind zur Glasower Abendmusik und zur Glasower Abendandacht. Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. An manchen Tagen schaue ich zurück, so wie diese Musik eben wehmütig oder auch traurig zurückgeschaut hat. Trauer ist da zu hören gewesen. Und das ist auch nötig, dass wir dann zurückschauen. Es ist auch gut, sich an schöne Dinge zu erinnern. Aber man muss dann auch wieder umdrehen und sich aufmachen und nach vorne gehen, damit die Gedanken zurück uns nicht an das Gestern binden. Und so heißt der Wochenspruch für die am Sonntag beginnende Woche vom Sonntag Oculi: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Aus Lukas 9. Mit Jesus geht es in die Zukunft. Und sie ist wichtiger als das, was war, auch wenn wir ohne das, was gewesen ist, nicht in die Zukunft gehen können. Aber wir können mutig und entschlossen sein. Wir hören in dieser musikalischen Andacht zu diesem Thema noch eine Meditation und eine kleine Ansprache. Aber jetzt übergebe ich an Leo Weber, Luca Wege und Arne Schüler, die heute mit Jazzballade zu dieser Abendmusik da sind. Thank you.
Eine Meditation zum Thema Nachfolge. Ich will dir nachfolgen, Jesus, wohin du mich auch führst. Ohne Bedauern will ich zurücklassen, was mich belastet und beschwert. Ich will die Hand an den Pflug legen, ohne den Blick zu wenden. Ich will dir nachfolgen, Jesus, wohin du auch gehst. Ich will das Kreuz tragen, die Lasten annehmen, die mein Leben beschweren und die du mich tragen heißt. Ich will dir nachfolgen, Jesus, mich den Menschen zuwenden, gegen Ungerechtigkeit aufbegehren, Veränderungen in Gang setzen, gegen den äußeren Augenschein Hoffnung wagen. Ich will dir nachfolgen, Jesus, auch durch das dunkle Tal, durch Sterben und Trauer hindurch, bis ich dich finde, der du mich rufst, wie mich kein Mensch ruft, der du mich mit meinem Namen nennst, der in den Himmel geschrieben ist. Thank you.
kleinen Text, den ich Ihnen jetzt vorlese. Und ich denke da nicht nur an dieses Schicksal, was hier beschrieben ist, sondern auch daran, dass gerade jetzt so um den Frauentag und die Brandenburger Frauenwoche herum und so die Frauen in den Blick kommen, die jetzt gerade in der Corona-Zeit zu Hause unglaublich viel gemanagt haben, die Kinder mit Schule und die Kleinen nicht in der Kita und trotzdem vielleicht noch das eigene Homeoffice oder das eigene Studium, oft bis an den Rand der Erschöpfung. Das Leben, ein Traum. 5 Jahre lang, jeden Tag. Das Kennenlernen am See, der Beginn der Liebe, dann die Hochzeit. Keine Sorgen ums Geld, die Familien mögen sich. 2 prachtvolle Kinder, schöne Urlaube, der Hausbau. Alles wie aus dem Bilderbuch der Verliebtheit. Nach 5 Jahren dann das Unheil, ein Hirnschlag. Er fällt ins Koma, sie muss alles regeln. Das lange Krankenhaus, das Erwachen, Reha, Umbau des Hauses, Betreuen der Kinder. Fast 1 Jahr dauert das. Sie wächst über sich hinaus, sagt sie heute dazu. Jeder Tag ein kleiner Kampf mit Behörden, Firmen, der Schule. Immer das Erklären, Bitten, um Verständnis werben. Und die zweifelnden Gesichter, ob wirklich alles so schlimm ist. Das kostet Kraft, sagt sie, mehr als man hat. Ich hatte Kraft, sagt sie, nur nicht von mir, das weiß ich. Sie schweigt lange und schaut nach irgendwo. Ich hatte immer Kraft, sagt sie. Ich weiß, dass sie nicht von mir war. Solche Kräfte besitzt man nicht. Wie oft kamen mir einfach die Tränen. Ich saß im Sessel oder lag auf dem Sofa und konnte nicht mehr. Schimpfte auf Gott und mit Gott, weinte vor mich hin. Jetzt ist es soweit, dachte ich dann, jetzt kannst du nicht mehr. Ich saß oder lag da in den Pausen zwischen den Kämpfen. Fertig war ich, richtig fertig. Irgendwann stand ich dann auf, weil wieder etwas geregelt werden musste. Brote oder Schulranzen oder Abholen vom Arzt. Irgendwas war immer. Und ich stand wieder auf den Beinen und hatte Kraft. Manchmal nur kleine, aber ich hatte sie. Nicht von mir. Solche Kräfte macht man nicht, besitzt wohl niemand. Die bekommt man. Sie sind ein Zeichen, glaube ich. Gott lässt dich mit dir nicht allein, dachte ich. Es war so. Und blieb so. Erst nach 1 Jahr ging nichts mehr. Alles war geregelt oder auf dem Weg. Nur ich konnte nicht mehr, war nur noch erschöpft. Da halfen die Nachbarn und sorgten dafür, dass ich zur Kur konnte. Viele Wochen. Noch ein Zeichen. Gott will mich. Aber erholt. Herrlich war diese Frühlingskur. Weg von allem. Wieder zu mir finden nach den Pflichten. Mit neuen Kräften nach Hause, damals, kurz vor Ostern. Ja, sagt sie, so war das. Jetzt kann ich wieder träumen. Kleine Träume vom Leben. Mit Gottes Hilfe.
Lassen Sie uns beten. Jesus Christus, wir wollen dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Nimm uns mit auf deinen Weg, dass wir Liebe lernen und Frieden finden. Nimm uns mit auf deinen Weg, dass wir lernen, zugewandt und einfühlsam zu sein und einander zu achten und zu ehren. Nimm uns mit auf deinen Weg, dass wir unserer Arbeit verantwortungsvoll nachgehen, dass wir mit unserer Kraft dem Frieden dienen und für Gerechtigkeit eintreten. Nimm uns mit auf deinen Weg, dass dein Wort in unseren Worten erklingt, dass unser Reden hilfreich und befreiend ist für die, die du uns anvertraut hast. Nimm uns mit auf deinen Weg, dass wir Krankheit und Leid als Teil des Lebens begreifen, als unseren Teil des Kreuzweges, den du für uns gegangen bist, durch den Tod hindurch ins Leben. Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte in diesen Abend und in die kommenden Tage mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.